So, hallo meine Lieben. Es geht weiter bei Stray. Im Ameisendorf, wie man hier auf und bei meinem Spielstand sehen kann. Wir haben beim letzten Mal ja ein bisschen was über die Zurks herausgefunden. Beziehungsweise haben sich neue Fragen aufgetan, wie zum Beispiel, was ist das für ein ekelhaftes Zeug und was sollen die Augen? Naja. Jetzt haben wir es geschafft, an die Oberfläche zu kommen. Und hier beginnt unsere heutige Aufnahme. Haben wir erstmal wieder ein paar Ausfälle hier. Jetzt geht's weiter und wir reden mit diesem Baladin. Ach ja. Das haben wir schon gehört. Balthasar meditiert oben im Dorf. Ja, wir gehen los. Wunderschön. Naja, gut. So gerade so, ne? Aber hier wachsen schon deutlich mehr Pflanzen. Frage ist, sind das echte Pflanzen? Ich glaube ja. Muss ja. Was macht der da? Ach, malern. Diese Maschine. Der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Ach, er hat sich einfrieren lassen wahrscheinlich. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Sich seine Erinnerung und so und sein Wissen wahrscheinlich. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren, ja, von Jahren fest. Bis eine kleine Katze auftauchte. Ach. War es? Es war. Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. Ja, jetzt hat's Klick gemacht, ja. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Wow. Cool. Hops, hops, hops. Hallo. Malermeister. Es tut mir leid, ich. Okay. Ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Okay, er kann jetzt nicht für uns übersetzen. Ist in Ordnung. In Ordnung, kleiner Freund. Geht gerade nicht. Ich kann die Leute gerade nicht treffen. Oh, Entschuldigung, ihr schöner Poncho. Ich kann auf einen Baum klettern. Hier geht's noch höher. Hier sitzt jemand. Schläft. Dem zerkratzt sich jetzt seinen Teppich. Hab das Bedürfnis, auf diesen Baum zu klettern. Cool. Lila Pflanze nehmen. Okay, geht alles gerade nicht. Vielleicht muss ich einfach hoch die Balthasar finden. Was habe ich noch alles vergessen? Oh, ich habe den Timer noch gar nicht. Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Moment. Timer vergessen. Der Wicht ist wichtig. Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann?
kann uns immer noch nicht weiterhelfen. Das ist Balthasar. Die ganzen Winkelkatzen. Was ist da los? Was ist das? Aha, verstehe alles ganz genau. Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als ich vorhin den Anruf erhielt. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Doc? Also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden. Und Clementine? Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier, für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Kann ich nicht jemanden mitnehmen? Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen. Oder weiter ins Stadtzentrum. Ich gehe erstmal nach unten. Schön, dass er uns wieder weiterhelfen kann. Dann können wir wieder mit den Menschen... Mit den Dingern da sprechen. Hier kann ich auch holen. Der ganze Müll. Doch Sport. Elektrozugs überall. Er schnarcht. Elektrozugs. Hinten waren wir auch noch nicht. Hey, hi. Oh, Hallöchen. Hundelich? Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesem verdammten Zurks natürlich. Stell dir vor, wir können uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Hundelich. Wer bist du? Hey. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Okay. Cool. Hätte jetzt gerne vorne angefangen. Und deswegen gehe ich jetzt schaukeln. Hui. Ach so. So, bitte. Immer wieder rüber. Ich habe auf einen Baum zu klettern und so. Hier ist der Baum. Diese Sprache, die im Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war.
Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Ah, cool. Hier, das waren die ersten, ne? Genau. Vielleicht gibt es noch irgendwas zu übersetzen. Nee, okay. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade mal meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Hey, na? May ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen, wie schade. Oh. Ihr seid ihr beiden, bitte? Oh, Entschuldigung. Katastrophe. Errungenschaft. Oh, es tut mir leid. Heben es wieder auf. Tut mir leid. Huch. Wer bist du denn? Ach so, den habe ich aber gesehen. Den treffe ich aber auch auf anderem Weg. Aber ich kann die jetzt nicht mehr treffen, die beiden. Tut mir sehr leid. Eine lila Pflanze. Ups. Er schläft, den hatten wir schon. Dann gehen wir jetzt weiter hoch. Ja. Das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keinen Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sagt er mich in seinem Schoße schützt, sollst du auch sein mein Grab. Ist dir das so feierlich? Nein? 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 Nö, passt schon. Ist schon schön. Hey, das war's jetzt. Balthasar, müssen wir schon gehen? Oh. Immer wie ich immer größer werde. Oh. Hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe gerade erst einen Hut gesehen. Ich glaube, das ist eine Lampe, kann das sein? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze. Aber der hat sich da auch seine eigene Frau gemalt. Wenn nur einer der Kleinen und Flinken sie für mich holen könnte. Bild von Clementine.
Ich habe gehört, dass es eine seltene Pflanze ist. Danke. Ich finde die anderen auch, ja. Das ist ein Bild von Clementine und Balthasar. Er hat uns gesagt, wir sollen sie finden. Sie gehört auch zu den Außenweltlern. Auf der Rückseite des Bildes sind auch eine Reihe von Symbolen abgebildet. Ja. Ach so. Wo kriegen wir die anderen Pflanzen für dich bloß her? Hat er sich einfach seine Frau, eine Frau gemalt. Mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. War eine Schule. Da Gitarre spielen offenbar auch. Cool. Das hatte ich schon. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Man, die haben alle Lampen, schau mal, auf dem Kopf der da auch. Das heutige Angebot, Ramen Jox J45 mit meiner geheimen Zutat. Mhm. Ramen, lecker. Er hat einen richtigen Zylinder gefunden, aber der hat einfach einen Lampenschirm auf dem Kopf. Ah, mit Kabeln. Dieses Essen ist wirklich grässlich. Aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Warum heißt der Kochzeit? Ja, ist so. Darf ich bitte auch irgendeinen Hut haben? Da geht's weiter hoch. Was ist auf dieser Etage noch zu finden? Achso, Balthasar. Ach so. Na. Toll. Ihr könnt sogar Dart spielen. Ach, da sind die Eimer nur Abkürzungen. Nach unten dann. Ach so, verstehe. Okay. Das ist nicht gut. Das kann nicht gut sein. Ja. Wo bin ich jetzt, bitte?
Da hab ich nichts, da muss eine Sicherung rein oder so. Eine U-Bahn. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmitteln gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch genutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich. Ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr, das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Ups, ups, ups. Katzenschaffner. Ich will nicht mehr fahren. Diese Stadt hier. Total cool. Coole Atmosphäre hier. Sehr, sehr cool. Die Metro ist aufgrund der Pandemiebeschränkung geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Eine Pandemie. Die Menschen sind gestorben. Also ja, klar, aber... Huch! Warum rennt ihr weg? Ich bin nur eine Katze. Ich bin kein Zurück. Gesucht. Clementine, Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Ist gesucht. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, George, dass du nicht so rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Haben Sie Clementine gesehen? Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Du solltest jemanden anders fragen. Ich bin denen zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Okay, das ist Josh. Hey, Josh. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ja, das haben wir alle gesehen, meine Lieben. Meist alles nur nach unten. Was ist da los? Das ist ein Polizist? Clementine. Ihre Identität bitte. Friedenstifter. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten.
Bitte lass mich in Ruhe. Ich bin nicht diejenige, nach dem ihr sucht. Derjenige. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. In der Residenz. Wo ist das? Gott. Friedensstift. Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Aha. Fahrer. Hätte das mit den Blumen habe ich verpasst, wa? Eine andere Drohne. Ein Katzensprung. Stadtzentrum. Wir sind im Stadtzentrum angekommen. So, das ist sehr wichtig, dass wir das tun. Alter Schwede. Okay, ich glaube aber, da das gerade höchstwahrscheinlich gespeichert haben wird. Nein? Warum nicht? Ja, da kann ich auch mit diesen Leuten sprechen. Obwohl, nee, lieber nicht. Es hat ja gespeichert. Deswegen, und die Folge geht eh nur noch knapp 5 Minuten, ein bisschen drüber, würde ich sagen, war's das für heute mit Stray? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, ich fand es mega. Dieser Bereich da oben war ja wohl total cool. Baumhaus, möchte man fast sagen. Also, total toll. Ja, ich hoffe, euch hat das auch so gut gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.